Die Robotik war damals, das war unser Leben. Mein Name ist Richard Schwarz. Ich bin 71 Jahre alt und bin Elektromeister im Handwerk. Habe aber schon früh, schon als Kind, immer als Hobby die Elektronik gehabt. Und so habe ich auch die Sachen bei Buka mit einbringen können. Meines Wissens war der Formulus der erste elektromotorisch betriebene Roboter im industriellen Einsatz. Und damit hat Buka einen Meilenstein in der Geschichte der Robotertechnik gesetzt. Am Anfang haben wir noch wirklich alles selbst gemacht. Wir haben die Leiterplatten selbst gebaut, die haben sie selbst geätzt, bestückt, in Betrieb genommen. Dass wir nicht einen Transistor selber noch erfunden oder gebaut haben, das war wirklich alles. Wir waren eigentlich ein Haufen Bastler, also Versuch und Irrtum. Ja, jedes Mal, wenn es geraucht hat, haben wir uns gedacht, das wird nie was mit dem Formulus. Wir waren aber davon überzeugt, dass der K-Formulus zum Einsatz kommen wird, weil wir einen großen Ehrgeiz hatten und einen vielleicht überheblichen Glauben an unser eigenes Können. Der Formulus war sicher nicht mit der Hand zu führen. Das wäre höchst gefährlich gewesen, wenn man so nah dran gewesen wäre wie an dem Easy jetzt. Das ist ein Riesenschritt in der Entwicklung. Damals hätte sich niemand daran zu überlegen, dass man so nah an einen Roboter rangehen kann, ohne eine Gefährdung zu haben. Ich wäre gerne noch länger geblieben. Mich hat das immer persönlich sehr interessiert. Ich habe das nie so richtig als Arbeit empfunden. Industrial Intelligence.